Einer darf natürlich nicht fehlen, wenn wir über das Thema Digitalisierung sprechen. Und nicht nur das Thema Digitalisierung, sondern weil wir eben auch bei der Fraktion der Freien Demokraten sind. Christian Lindner, der Fraktionsvorsitzende, hat ein paar Impulse für uns und auch als Einleitung für unseren nächsten Gast. Und ich freue mich ganz besonders drauf. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch. Vielen Dank für das Interesse auch von euch und Ihnen. Die Freien Demokraten beschäftigen sich mit der Digitalisierung ja schon länger und auch sehr intensiv. Wir sehen in der Digitalisierung unseres Lebens und in der Digitalisierung der Wirtschaft, der öffentlichen Verwaltung, wir sehen darin große Chancen für unser Land. Es ist die Chance auf neue zukunftsweisende Arbeitsplätze. Es ist die Chance, mit Digitalisierung und künstlicher Intelligenz mit natürlichen Ressourcen besser umzugehen, also zum Beispiel das Klima zu schützen. In der Digitalisierung liegt eine Chance in der Bildung, gar nicht mal, um jetzt den regulären Unterricht oder die normale Vorlesung zu ersetzen, aber intelligent zu ergänzen mit neuartiger Didaktik, besseren Lernerfolg und auch mehr Freude, am Lernen zu erzielen. Die Digitalisierung ist eine Chance, uns von lästigen Dingen im Alltag wie Behördengängen zu entlasten. Also wir sehen, kurz gesagt, in der Digitalisierung eine Chance auf sozialen, auf gesellschaftlichen, auf wirtschaftlichen Fortschritt. Es ist nicht nur eine Technologiefrage, sondern damit ist ganz viel verbunden. Übrigens auch mehr Teilhabe, mehr Partizipation in Debatten ist durch digitale Medien möglich. Wir sind so enthusiastisch, dass wir in einem letzten Bundestagswahlkampf ja sogar einmal auf die Plakate geschrieben haben: Digitalisierung first, Bedenken second. Das ist uns damals recht nachteilig ausgelegt worden. Wir würden nicht auch die Defizite und Probleme sehen, die mit einer so grundlegenden Transformation verbunden sind. Natürlich sehen wir die Probleme, etwa Hate Speech und Mobbing in sozialen Medien. Natürlich sehen wir auch die Machtballung, die es durch den Silicon Valley Plattformkapitalismus gibt und weiteres mehr. Aber das sind ja Herausforderungen für Staat und Politik, den Gesetzgeber, gute Regeln zu definieren. Das sind auch Anforderungen an uns selbst, Verhaltensweisen in sozialen Netzwerken etwa zu prüfen. Aber das spricht ja nicht gegen das Potenzial, das in einer solchen Transformation liegt, sondern das ist eine Gestaltungsaufgabe, der wir uns stellen wollen. Und wir möchten uns nicht von den Bedenken leiten lassen, sondern wir wollen die Chancen nutzen für unser Land, für die Menschen. Und der heutige Digitaltag, das ist ein Anlass, um über dieses Thema ins Gespräch zu kommen mit vielen sehr hochkarätigen Gesprächspartnern. Und ich gehe gleich auf einen im Besonderen noch ein, aber dazu etwas später mehr. Wir haben insgesamt sechs Panel-Diskussionen zur Digitalisierung der Bildung, zu bestimmten Innovationsfragen oder zu Infrastrukturfragen, wie ja gerade eben. Hier im Deutschen Bundestag sehen wir uns auch als die Kraft der Digitalisierung. Und das nicht nur bezogen auf die politischen Gestaltungsfragen, die ich eben ganz kurz nur angesprochen habe. Wir sehen uns auch als Partei der Digitalisierung oder als Fraktion der Digitalisierung bei unserer eigenen Arbeit. Das ist heute früh schon vorgestellt worden. Wir sind die einzige Fraktion im Parlament, die komplett digital arbeitet. Wir haben das papierlose Büro umgesetzt, aber damit ist sehr viel mehr verbunden mit dem, was wir tun. Es geht ja nicht darum, dass man Papier ersetzt durch ein Word-Dokument im Überarbeiten-Modus. Das ist für mich Elektrifizierung, aber noch nicht Digitalisierung. Das, was wir machen, und das ist ja eben gezeigt worden, geht darüber hinaus. Das verändert nicht nur das Medium, auf dem gearbeitet wird, also Tablet oder Laptop statt Papier, sondern es verändert die Arbeitsweise. Kollaboratives Arbeiten, wie wir es als Fraktion machen, erlaubt unseren Mitgliedern und auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fraktion, in Prozessen sehr früh dabei zu sein, zu wissen, was wo gedacht wird, sich in Echtzeit einzuschalten in die Erarbeitung unserer parlamentarischen Initiativen. Das stärkt das Wissen, weil wir mehr Persönlichkeiten aus unserer Mitte beteiligen können an Konzeptionsprozessen. Und damit ist natürlich auch mehr Motivation verbunden. Auch eine andere Form der Führung ist das. Es ist nicht mehr so stark top-down, sehr stark hierarchisch, sondern es ist stärker bottom-up aus der Mitte eben. Und
Da zeigen wir als Fraktion, wie sich auch Prozesse in Wirtschaft und Gesellschaft verändern durch die Digitalisierung. Es ist eben nicht nur Technik, sondern auch Prozesse, auch Formen des Leaderships, der Kooperation verändern sich. Und genau das entspricht übrigens ja auch unserem liberalen Geist. Wir wollen ja die einzelne Persönlichkeit stark machen und nicht nur Institutionen und den Staat. Die Digitalisierung ist ein Treiber, Menschen individuell zu stärken und sie auch eben in ihren Beteiligungsmöglichkeiten in Unternehmen einzubeziehen, in Verbänden stärker einzubeziehen, überall dort, wo sie tätig sind, einzubeziehen in die Meinungsbildung und das Wissen aufzunehmen. Also für uns als Fraktion eine wichtige Innovation unserer Arbeitsweise, wie auch für den Staat selbst. Wir haben im vergangenen Jahr unter dem Titel Smart Germany in einer Sitzungswoche 25 Anträge zu digitalen Themen eingebracht. Das zeigt, wie wichtig uns, welche Priorität wir im Beimessen dieses Thema hat. Und zugleich haben wir da eine ganze Bandbreite von Initiativen abgebildet. Und auch für den Staat selbst fordern wir eine Innovation, nämlich ein Digitalministerium. Also eine Stelle, einen Ort, wo das Kapital, also das Geld, die Kompetenzen, also die Zuständigkeiten und die Köpfe, also diejenigen, die Ahnung davon haben, KKK, Köpfe, Kapital, Kompetenzen, an einer Stelle verbunden sind in einem solchen Ressort. Das haben wir nicht, aber wir haben es schmerzlich vermisst. Beispielsweise jetzt während der Corona-Pandemie bin ich mir sicher, hätte ein Digitalministerium sehr viel schneller, vielleicht sogar mit weniger Einsatz von Steuermitteln, diese Corona-Tracing-App umsetzen können, als das RKI und Gesundheitsministerium vermocht haben. Das ist gar kein Vorwurf an die, nur das sind eben nicht diejenigen, die sich mit digitalen Beschaffungsprozessen jeden Tag auseinandersetzen. Das wäre in einem Digitalressort anders. Zwischenzeitlich sagt auch der Chef des Bundeskanzleramts, der Kollege Braun, und die Staatsministerin für Digitales, Dorothee Beer, die sagen auch, wir bräuchten ein solches Digitalministerium. Vor einiger Zeit waren wir mit der Forderung noch recht allein. Da wurde das in Frage gestellt, ob man es überhaupt braucht. Jetzt ist das hier in der Politik angekommen und ich wage die Prognose, dass in der nächsten Legislaturperiode bei der nächsten Bundesregierung es ein Digitalministerium gibt. In Nordrhein-Westfalen, da wo ich herkomme und im Jahr 2017 eine Regierung bilden durfte, da gibt es ein Digitalministerium. Das ist angesiedelt beim Wirtschaftsminister, ein liberaler Parteifreund von uns, und das könnte ein Modell beispielsweise auch für den Bund sein. Genug zu tun haben wir in dem Bereich. In diesem Digitalministerium würde man mit Sicherheit nicht unter Arbeitsmangel klagen. Die öffentliche Verwaltung selbst hat Potenziale. Ich erinnere mal daran, dass während der Corona-Pandemie Beamte arbeitslos nach Hause geschickt worden sind, weil man gar keine Hardware hatte, keine sichere Hardware hatte, also keine Laptops, die man ihnen ins Homeoffice mitgeben konnte. Zwischen Gesundheitsämtern wurden Faxe geschickt, um über den Stand der Infektion zu unterrichten. Und vom Status der Digitalisierung in den Schulen will ich an der Stelle gar nicht reden. Also da war viel zu tun in der öffentlichen Verwaltung. Und auch das ist eine Chance für ein solches Digitalministerium. Und nun haben wir gleich ein großes Privileg, weil wir nämlich mit einer Digitalministerin sprechen werden, nämlich mit Audrey Tang. Sie wird uns gleich zugeschaltet aus Taiwan und wird über Prozesse und über die Projekte berichten, die sie ganz konkret in ihrer Regierung umsetzt. Und davon können wir in Deutschland lernen. Denn wir sind in vielen Dingen sicher Spitze, aber in einer Sache nicht. Und das ist in der ganzen Bandbreite der Zustand der Digitalisierung, von den Netzen, der schlechten Infrastruktur, über die Frage der öffentlichen Verwaltung, die ich verschiedentlich angesprochen habe, bis hin zur Frage, wo entstehen eigentlich neue digitale Geschäftsmodelle. Leider müssen wir sagen, überall im internationalen, aber auch schon im innereuropäischen Vergleich, belegen wir maximal Mittelfeldplätze. Ich bin kein Pessimist, sondern Optimist. Aber ich sehe trotzdem eine Verbindung, nämlich die Digitalisierung, die wird darüber entscheiden, wie zukünftig der Wohlstand und auch die Zufriedenheit der Bevölkerungen sein wird. Und wer sich heute zufrieden gibt mit nur einem mittelmäßigen Status bei dieser Zukunftsfrage, der wird dann in den 20er, 30er Jahren und danach irgendwann auch nur noch mittelmäßigen Wohlstand haben
und mittelmäßig zufriedene Bevölkerungen. Dann irgendwann auch nur noch mittelmäßig zufriedenstellende soziale Absicherung, mittelmäßig zufriedenstellende politische Stabilität und so weiter. Ich muss das gar nicht weiter ausmalen. Also alles hängt mit allem zusammen. Unsere Aufgabe ist, Deutschland spitze zu machen bei der Digitalisierung. Bedenken nicht zu ignorieren, aber sich nicht von ihnen bremsen zu lassen, sondern durch gute Gestaltung Digitalisierung zu einer echten Chance und zu einem Gewinn im Alltag zu machen. Und darüber sprechen wir, sprecht ihr jetzt gleich mit Audrey Tan, die jetzt zugeschaltet wird. Genau, kommt in 3 Minuten. In 3 Minuten? Ja. Hätte ich noch 3 Minuten Redezeit gehabt? Noch was erzählen? Ich habe sonst noch eine Frage. Ah, okay, auch gut. Wie wichtig ist es, dass der Fraktionsvorsitzende oder auch Parteivorsitzende da so ein Vorbild ist, im puncto Digitalisierung auch digital arbeitet? Also es macht schon Sinn. Bin ich ein Vorbild? Ja, natürlich andere, die sind Hardcore-Nerds. Aber das würde ich jetzt nicht sagen. Aber witzig ist, dass ich schon sehr lang sehr papierlos arbeite. Mhm. Also klar, so ein Ausdruck mal oder meine Reden mache ich meistens auf so Postkarten, großen Notizblöcken. Auch schreibe ausgedruckt. Ich da genau mal mehr so 10 Stichworte drauf, so eine kleine Postkarte. Also das mache ich nicht mit dem iPad. Gibt es auch Kollegen, der Jimmy Schulz, unser verstorbener Digitalpolitiker, den wir sehr geschätzt haben und vermissen, der war der Erste, der diesen neuartigen Manuskriptträger auch hinten im Reichstag mal hatte. Aber zur Frage zurück. Ich habe irgendwann angefangen, alle meine Daten, auch privaten Daten, in eine verschlüsselte Cloud zu laden. Und da habe ich alles. Und wenn irgendjemand sagt, Mensch, kannst du mir mal eben dies und das schicken? Also ich habe alles da. Und für mich ist das eine unglaubliche Arbeitserleichterung. Also ich habe keine Leitsordner zu Hause, sondern alles verschlüsselt in der Cloud. Übrigens ein deutsches Startup, die Verschlüsselung machen. Ist Dropbox, ne? Aber deutsches Startup, das ist eine super 256-Bit-Verschlüsselung, Mario. So heißt das, ne? Das ist ganz gut, ne? 256-Bit geht schon, ne? Muss die NSA ran. Also der landläufige Hacker schafft das nicht. Ja. Verschlüsselung immer gut. Und das iPad kann man sich sogar im Haus der Geschichte in Bonn angucken. Da hat er das übergeben, weil es eben damals auch eine Riesenkontroverse war.